Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. In diesem Video gibt es ein perfektes Dessert jetzt im Sommer, sommerliche Temperaturen, etwas Leichtes und zwar eine Kardinalschnitte, mehr oder weniger leicht, aber lecker ist sie. Und das Coole daran ist, wir haben eine Mischung zwischen Biskuitteig und Baiser. Die werden streifenweise aufgetragen und mein Kardinalschnittenrezept lässt sich sogar rollen. Du darfst gespannt sein. Als erstes kümmere ich mich gleich um die Baiser. Dazu brauche ich 3 Eiweiß, gebe ich in die Küchenmaschine, 80 Gramm Zucker. Hier gebe ich zuerst einen Drittel bei, beginne das Ganze aufzuschlagen und gebe Schritt für Schritt dann die anderen 2 Drittel bei. Wenn die Baiser ein bisschen aufgeschlagen ist, gebe ich mir den zweiten Drittel bei und den letzten Drittel kurz vor Ende. Etwa 5 Minuten gebe ich den letzten Drittel bei und schlage das Ganze nochmal eine Minute auf. So, die Baiser ist schön steif geschlagen. Wunderbar. Die fülle ich mir jetzt in einen Spritzbeutel. Für die Kardinalschnitte brauche ich jetzt noch den zweiten Teig. Und zwar den Biskuit. Dazu gebe ich, ohne das hier groß zu reinigen, das spielt absolut keine Rolle, da kommen auch wieder Eier rein, 3 Eigelb, ein ganzes Ei noch dazu und 30 Gramm Zucker und das Ganze schlage ich mir jetzt auf. Hier wichtig noch ein Hinweis, immer zuerst die Baiser machen, denn Eiweiß lässt sich nur in wirklich sauberen Schüsseln gut aufschlagen, da muss alles schön sauber sein. Beim Eigelb und ganzen Ei spielt es dann keine Rolle mehr, wenn ich hier Eiweiß habe. Also diese Reihenfolge muss eingehalten werden, umgekehrt müsste man die Schüssel zuerst waschen. In der Zwischenzeit schneide ich mir den Spritzbeutel vorne ab und beginne Streifen zu ziehen. Zuerst hier außen beim Blech und dann im Abstand von 1,5 cm immer wieder Streifen mit Baiser. Nach 5 Minuten Aufschlagen auf maximaler Geschwindigkeit gebe ich noch 15 Gramm Maisstärke dazu. Hier geht auch Weizen- oder Kartoffelstärke. Hier dieser Biskuitteig muss wirklich schön hell geworden sein, schön gelblich, schön aufgeschlagen, schön schaumig. Auch in den Spritzbeutel füllen. Hier etwas dünner abschneiden, weniger dick und den Teig in den Hohlraum füllen. Dann vor dem Backen alles noch gleichmäßig mit ganz wenig Puderzucker bestauben. Jetzt habe ich hier ja eine Baisermasse, die wir klassisch sehr bei tiefer Temperatur gebacken, und ein Biskuitteig, der wird normalerweise bei 200 oder 190 Grad gebacken. Jetzt muss ich da natürlich einen Kompromiss finden, drum backe ich das Ganze bei Umluft
bei 160 Grad. In der Zwischenzeit schneide ich mir 100 Gramm Erdbeeren in kleine Stücke. Währenddem der Teig im Ofen ist, schlage ich mir gleich die Sahne auf. Dazu brauche ich 200 ml Sahne. Die schlage ich mir in der Küchenmaschine schön steif. Nach 15 Minuten ist der Teig schön gebacken. Hier man sieht, die Baiser etwas Farbe angenommen. Der Biskuitteig goldgelb, so soll es sein. Rausnehmen und auskühlen lassen. Am besten dazu vom Backblech wegschieben. Nach 5 Minuten ist die Kardinalschnitte auch schon fast ausgekühlt. Dazu ein Papier oben auflegen, umdrehen und dann das untere Papier vorsichtig entfernen. Nehme ich etwas Erdbeermarmelade und bestreiche die dünn die ganze Schnitte auf der unteren Seite. Dann gebe ich die aufgeschlagene Sahne oben drüber, verteile die mit einer Winkelpalette. Dann wild die Erdbeeren verteilen. Jetzt wird das Ganze noch gerollt. Hier satt einrollen. Dann am Papier ziehen. Und die ganze Kardinalschnitte schön aufrollen. Hier am Ende andrücken, zurückrollen, noch ein bisschen straffen. Beim Schneiden sehr vorsichtig sein oder kurze Zeit in den Tiefkühler legen, dann geht es auch besser. Stücke an ca. 4 cm schneiden. So sieht das aus. Wunderbar im Querschnitt. Abwechslungsweise Biskuitmasse, Baiser, die Erdbeermarmelade eingerollt mit den Erdbeeren. Super leicht und luftiges Dessert für im Sommer. Zum Schluss noch alles gleichmäßig stauben. Das empfehle ich dir wirklich nachzubacken. Geht super schnell. Beim Backen ein bisschen darauf achten, dass man sie lange genug im Ofen lässt, sonst wird die Baiser nachher weich und lässt sich schlecht rollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Das Rezept zum Nachlesen findest du hier. Schreib mir einen Kommentar zu diesem Rezept, freue mich immer von euch zu hören. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich verabschiede mich, dein Marcel.